Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja Leute, was ist passiert? Der sogenannte Pleiteticker vom Achtung Reichelt-Team. Und ihr ahnt es sicherlich schon, wo kommt der Name Reichelt eigentlich her? Ganz einfach. Derjenige, der hinter Achtung Reichelt steht, ist niemand Geringeres als der ehemalige Bildschriftredakteur höchstpersönlich, Julian Reichelt. Genau der Julian Reichelt, der den Fernsehsender Bild aus der Taufe gehoben hat. Und wenig später wurde er dann entlassen. Ja, Leute. Bin mal gespannt, was deren Inhalt so beinhaltet. Und ich kann euch schon mal verraten, genau wie die Bild, hatte drei Fehler gleichzeitig in dem Artikelbildgang. Und an dieser Stelle werden wir auf jeden Fall noch kommen. Denn die haben eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt. Und weil ich bitte nicht alleine tun kann, ziehe ich euch mit rein. Link zu dem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch den Link zu meinem zweiten Kanal, falls es gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort oben raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin, Autismus an Brücken-Kanal, als auch den Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr euch meine Comic-Seite übergeben könnt, als auch den Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel: Schockierende Studie. US-Militär führte Geschlechtsumwandlung bei schwerstgestörten Jugendlichen durch. Ja, also das US-Militär, ne? Braucht ihr mich gar nicht darauf ansprechen. Ich habe ja den Film Full Metal Jacket auf DVD. Wenn ich schon sehen muss, wie diese Drill Instructor hier mit den Rekruten umgeht, da kann man nur neutrale Stimmung kriegen. Aber diese Meldung hier wird alles toppen, was Full Metal Jacket je rausgebracht hat. Deswegen, fuck mich dann drum rum, los geht's. Erstens, laut einer US-Studie wurden über das militärische Gesundheitssystem an schwerst psychisch gestörten, teils psychotischen Jugendlichen geschlechtsangleichende Maßnahmen durchgeführt. Zweitens, den Betroffenen ging es nach der Gabe von Hormonen und Pubertätsblockern psychisch schlechter als vor der Behandlung. Ihre antipsychotischen Medikamentendosen mussten erhöht werden. Drittens, die Folgen der geschlechtsangleichenden Medikamente sind irreversibel. Sie beeinträchtigen die Zunahme der Knochendichte, die Gehirnentwicklung und können unfruchtbar machen. Also, dieses Militär sollte eigentlich sofort vor Gericht gestellt werden. Für ihre Handlungen. Was jetzt gerade hier zu lesen ist. Weiter geht's. Schockierende US-Studie. Über das militärische Gesundheitssystem wurden geschlechtsangleichende Maßnahmen an schwerst psychisch kranken amerikanischen Jugendlichen durchgeführt. Ja, wiederholt euch dann auch öfter. Für diese Aktion müsste eigentlich das US-Militär komplett vor Gericht gestellt werden. Und dieses sogenannte Medical Center sollte eigentlich komplett abgerissen werden. Weiter geht's. Man behandelte sogar Minderjährige, die unter Psychosen litten und schwere antipsychotische Medikamente einnahmen, mit Pubertätsblockern und Hormonen. Kennen wir das nicht irgendwoher von Tavistock? Lesen wir weiterkommen. Die Datenauswertung zeigte aber noch etwas. Dass die von Verfechtern der Transbewegung häufig verbreitete Annahme, dass Geschlechtsangleichungen die psychischen Probleme lösen würden, ein Mythos ist. Es zeigte sich keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung. Ist auch letzteres auch der Fall. Weiter geht's. Die im Jahr 2021 im Journal of Sexual Medicine veröffentlichte Studie mit dem Titel Mental Health Care Utilization of Transgender Youth Before and After Affirming Treatment wertete interne Gesundheitsakten des Verteidigungsministeriums der Jahre 2010 bis 2018 aus.
Also noch zum größten Teil während der Zeit von Barack Obama, als auch zur ersten Amtszeit von Donald Trump. Weiter geht's. Insgesamt 3.754 Jugendliche, die sich als Transgender identifizierten, sowie 6.603 Geschwisterkinder in der Kontrollgruppe wurden in die Datenerhebung eingeschlossen. Dabei kam heraus, dass bei insgesamt 963 Transgender-Jugendlichen die Einnahme antipsychotischer Medikamente nach Beginn der geschlechtsangleichenden Maßnahmen erhöht werden musste. Ja, und was mit denen passiert war, das haben wir am Anfang ja auch schon gelesen. Kann doch wohl nicht wahr sein. Lesen wir weiter, komm. Steigerung der Einnahme von Medikamenten gegen Wahn, Halluzinationen und Denkstörungen. Und Medikament habt ihr klein geschrieben. Das schreibt man groß. Weiter geht's. Antipsychotika sind starke Psychopharmaka, die allen voran zur Behandlung von Schizophrenie eingesetzt werden. Schizophrenie ist eine schwerwiegende psychische Erkrankung, die sich durch völligen Realitätsverlust von anderen Störungen abgrenzt. Sie ist die häufigste psychotische Erkrankung, etwa 1% der Bevölkerung erkrankt im Laufe ihres Lebens. Die antipsychotischen Medikamente sollen Krankheitssymptome wie Halluzination, Wahnvorstellungen und Denkzerfahrenheit mildern. Genau diese Symptome scheinen sich im Zuge der Geschlechtsangleichung also verstärkt zu haben. Neben dem Anstieg bei der Einnahme von Antipsychotika stieg auch die Gabe von Lithium. Ja. Und bevor ihr fragt, nein, diesen Artikel wollte ich nicht in die Reaction 2 reinpacken. Es ist schon richtig. Weiter geht's. Lithium ist ein stimmungsstabilierendes Medikament, das üblicherweise zur Behandlung von bipolaren Störungen, wie zum Beispiel eine schwere manisch-depressive Erkrankung, eingesetzt wird. Außerdem zeigten mehr Kinder Suizidgedanken oder Selbstmordversuche, so hieß es in der Studie. Hormontherapie ist keine Behandlung für psychotische Erkrankungen. Einer der Autoren der Studie, Dr. David Klein, arbeitet im David Grant Medical Center auf der Travis Air Force Base in Kalifornien, wo er Kinder aus Militärfamilien, die mit Geschlechtsdysphorie, wie man Transsexualität heute aus Antidiskriminierungsgründen nennt, behandelt. Er behauptet trotz der eindeutigen Studienergebnisse tatsächlich, dass Kinderpsychosen und andere Diagnosen verschwinden könnten, wenn medizinische Interventionen für Transgender optimiert werden würden. Eine wissenschaftlich völlig haltlose Aussage, von der sich laut Fox News sogar das Pentagon distanziert hat. Hormontherapie ist keine Behandlung für psychotische Erkrankungen. Ist sie auch nicht. Das macht das Ganze ja noch schlimmer. Haben wir vorhin auch schon gelesen. Und über Lithium wollen wir gar nicht sprechen. Ja, Lithium und Leitungswasser ist aber nicht das Thema. Leitungswasser haben wir hier gar nicht gelesen. Und deswegen lesen wir weiter. Nach dem ICD-10, dem internationalen Klassifikationswerk für Krankheiten, muss vor der Diagnose von Transsexualismus sogar explizit ausgeschlossen werden, dass eine psychotische Erkrankung Ursache für den Glauben ist, im falschen Körper geboren zu sein. Und auch nach den medizinischen Leitlinien, also der S3-Leitlinie in Deutschland, sollen psychotische Störungen explizit zuerst einer adäquaten Therapie zugeführt werden, bevor Geschlechtsdysphorie überhaupt nur diagnostiziert wird. Das bedeutet, dass Wahnvorstellungen und Halluzinationen abgeklungen sein müssen, bevor die Diagnose gestellt wird. Die wahnhafte Verkennung der eigenen Geschlechtszugehörigkeit kann nämlich selbst ein Symptom psychotischer Erkrankung wie der Schizophrenie sein. Da bei den amerikanischen Jugendlichen die antipsychotische Medikation sogar noch erhöht wurde, muss man davon ausgehen, dass die Jugendlichen sehr wohl unter psychotischen Symptomen wie Wahnvorstellungen litten. Ob man dafür Julian Reichelt auch verantwortlich machen kann, kann man nicht genau sagen, weil er versteckt sich ja hinter den eigenen Redakteuren und deswegen
Lesen wir lieber weiter. Und das tun wir jetzt auch. Schon Hormone und Pubertätsblocker haben irreversible Folgen. Ja, wiederholt euch dann noch öfter. Weiter geht's. Sie trotzdem mit Hormone und Pubertätsblocker zu behandeln, grenzt an ein Verbrechen. Ist es auch! Ihr macht die Kinder unfruchtbar, ihr von US-Militär. Und dafür sollt ihr zur Rechenschaft gezwungen werden. Natürlich mit Todesstrafe. Ist nun mal in Amerika so. Weiter geht's. Denn schon diese nicht operativen medizinischen Eingriffe haben für Kinder und Jugendliche irreversible, lebensveränderte Folgen. Die beeinträchtigen die Zunahme der Knochendichte, die Hirnentwicklung, die Libido und können zur Unfruchtbarkeit führen. Auch die Stimmveränderungen, die durch Hormone verursacht werden, können nie wieder rückgängig gemacht werden. Und ihr habt Versursacht geschrieben. Ja, Versursacht. Ja, schreibt doch gleich Dinosaurier drauf. Weiter geht's. Anders als viele radikale Befürworter von Geschlechtsumwandlung behaupten, können Kinder und Jugendliche die Folgen solcher Medikamente und Eingriffe nicht abschätzen. Dr. Klein etwa behauptet, dass selbst siebenjährige Kinder in der Lage wären, ihre eigenen medizinischen Entscheidungen treffen zu können. Wie bitte? Ihr gebt das erst siebenjährigen Kindern auch mit solchen Medikamente? Dafür sollte man euch eure Lizenzen streichen. Ihr sollt für immer obdachlos werden. Nennt sich auch Karma. Alle schlechte Entscheidungen fallen auf euch zurück, ihr von US-Militär und deren ärztliche Angehörige. Weiter geht's. Doch Minderjährige haben überhaupt nicht den Horizont zu begreifen, dass eine Geschlechtsangleichung ihr ganzes restliches Leben irreversibel verändert. Dass sie nie wieder zurück können und dass die Operationen, die häufig direkt nach der Einnahme von Pubertätsblockern und Hormonen durchgeführt werden, zusätzlich auch noch mit schweren Nebenwirkungen und lebenslangen Schmerzen verbunden sein können. Und ich wünsche das US-Militär und deren Angehörigen Ärzte nicht nur, dass das Karma auf sie einschlägt und dass die auf der Straße landen werden, sondern auch den Tod. Deswegen lesen wir weiter. Psychisch kranke Jugendliche zu transitionieren ist Kindesmissbrauch. Ist es auch. Wegen Kindesmissbrauchs solltet ihr von US-Militär und den medizinischen Angehörigen vor Gericht gestellt werden und zum Tode verurteilt werden. Und zwar alle miteinander. Weiter geht's. Zumal die meisten, wenn nicht sogar alle Jugendlichen, die sich eine Geschlechtsumwandlung wünschen, unter psychischen Problemen leiden, die ihre Urteilskraft zusätzlich einschränken. Das zeigten in den letzten Jahren auch verschiedene Studien, wie die von Dr. Lisa Littmann aus dem Jahre 2018. Über 60% ihrer kleinen Patienten litten unter einer oder mehreren psychischen Erkrankungen wie Depression, Autismus und selbstverletztem Verhalten. Autismus ist keine Krankheit, Frau Dr. Littmann. Weiter geht's. Littmann stellte damals die These auf, dass es sich bei der Geschlechtsdysphorie um eine Coping-Strategie, also einen Bewältigungsversuch handelt. Jugendliche versuchen ihre psychischen Leiden dadurch zu bewältigen, dass sie ihrem Geschlecht und damit auch ihrer Identität entfliehen. Da kann man mal sehen, was das US-Militär und deren medizinischen Angehörige für Schäden schon angerichtet haben. Weiter geht's. Doch das wollen Transitionierungsbefürworter nicht sehen. Psychologen und Ärzte wie Dr. Klein kritisierte sogar Kollegen, die abwarten, bevor sie das Geschlecht eines Minderjährigen ändern, um zu sehen, ob sie nach der Pubertät aus der Dysphorie herauswachsen. Denn das tun laut dem deutschen Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Alexander Korte 80-85%. Dr. Klein bezeichnete das laut Fox News als unethisch. Wirklich unethisch ist es aber, Kinder und Jugendliche mit geschlechtsangleichenden Medikamenten zu behandeln.
die eigentlich unter pubertätstypischen Altersrollenkonflikten, Depressionen und Körperbildstörungen leiden. Es ist mehr als nur unethisch, vor allem wenn es um die schwerste psychische Erkrankung wie Psychosen geht. Es ist Kindesmissbrauch. Und ich hoffe mal für euch vom US-Militär und deren medizinischen Angehörigen, dass ihr dafür die Todesstrafe bekommt. Und zwar alle miteinander. Da wird vor allem das US-Militär richtig verkleinert. Aber Kaffee Latte, Leute. Einfach Kaffee Latte. Interessiert keinen, was mit dem US-Militär nachher wird. Oder wie viele Soldaten dann noch dort arbeiten werden. Völlig egal, beziehungsweise Kaffee Latte. Was soll ich dazu noch sagen? Ein Artikel vom Julian Reichel-Team, welches einfach nur sprachlos macht, beziehungsweise einfach nur Carsten Stahl anrufen könnte. Und ich hoffe mal, dass nicht nur das Karma, sondern auch Carsten Stahls Zugriff euch zuschlägt vom US-Militär und den medizinischen Angehörigen, die das den Kindern und Jugendlichen angetan haben. Meine Frage an euch, was haltet ihr zu dieser Meldung? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare etc. Und wir sehen uns morgen hoffentlich mit einer viel besseren Meldung wieder. Ich würde mal sagen, ciao Leute.